So, wir befinden uns jetzt im ersten Match des zweiten Drafts. Rechts Johannes, den wir gerade beim Drafen zugeschaut haben, mit dem Deck von Jasper auf der linken Seite. Johannes Pool haben wir gerade gesehen. Johannes, weißt du noch, was du aus Jaspers Pool gebaut hast? Ja, aber da will ich jetzt nicht zu viel spoilen, weil das sieht man im Game, glaube ich, gleich, womit Jasper sich sein eigenes Grab geschaufelt hat. Also wir wissen, er hat die Klinge Ja. aus Geisterfeuer, die habe ich auch gezockt. Das hat reingepasst ins Deck. Er hat ins Deck gepasst. Ja. Und also Jaspers Pool war wesentlich, sag ich mal, schlechter und damit besser zu spielen für mich als meiner. Aber schlechter in welchem Sinne Also war er schlechter einfach für ihn. geradliniger? Ja, das Deck, was rauskam, war einfach ziemlich ill. Also in welchem Sinne hat es wenig Farben gespielt? Man, also Ohne man, man frühe konnte einfach ein Kreaturen? sehr, sehr gutes Deck bauen. Und also wie gesagt, ich will den Schlüssel, das Okay, wird man hier sehr schnell wir sehen sehen, es einfach. was die Krux ist. Ich bin gespannt, ob jetzt der Müllplan kommt. Genau, jetzt hat alle Müllkarten genommen. Der Narr. Hat sich auf die schlechteste Gilde konzentriert beim Draft. Ja, wir haben echt noch eine Menge Schafflinge mit drin. Ja, es Noch. ist auch wichtig für mich. Ja, ich habe meine Hüllen, mein Deck auch nicht eingesleeved, weil ich ein Fetchland hatte. Und das war natürlich nicht der Faulner. So, So, jetzt geht's ja auch gleich los. Ich hoffe, ihr schüttelt euch nochmal die Hand. ja, besser wär's. Ich meine, sonst hat man kein gutes Spiel. Ach, sehr schön. Liebe Zuschauer, das ist kein Konzil von Jaspers Seite, sondern ein gutes Spiel, was er dem Gegner wünscht. Ja, das finde ich auch immer so lustig. Jasper ist der Einzige, der das auch, egal ob in der Pro-Tour, beim Grand Prix oder zweiter Draft mittwochs ist, er schüttelt immer die Hand und wünscht immer ein gutes Spiel. Ja. Was eigentlich eine sehr gute Etikette ist. Ja, Ja. die Etikette stimmt und die Starthand stimmt auch. Ja, da sieht man, ja, also zwei, drei Flieger, ein Feat of Resistance, eine Morph. Also die Hand ist schon GG eigentlich. Und vor allem erstmal drei Länder in drei Farben. Sehr schön. Genau. Also da muss ich, glaube ich, auch nicht so tief in die Farbenkiste greifen. Welcher Morph ist das? Das ist der 1-4 Lifelinker. Das ist Oh. DC's Pet. Ja, Jasper legt auch gerne seine Kreaturen hinter seine Länder, um die Gegner zu verwirren. Hat mich nicht verwirrt. Ja, das hatten wir ja bei Toffels Draft im ersten Pot schon gesehen, als er gegen Jasper gespielt hat. Jetzt gibt es das Standard-Play Morph into Feet of Resistance. Ja, schön Welche die Farbe hast du Marke. dort gesagt, Johannes? Grün, glaube ich. Okay. Ja. Ist auch richtig. Da muss man natürlich immer schwarz sagen, falls der Gegner. Ne? Den Death Touch hat, aber Richtig, der aber Grüne hat den 3-1er. ich weiß ja, was in meinem Pool ist und die waren beide nicht Ah, drin. okay. Also ich bin ja kein Fool. Das ist natürlich auch schön an dem Backdraft, weil du kennst wirklich den Pool deines Gegners und weißt eigentlich, um welche Morphs du insbesondere rumspielen musst und welche Tricks du rumspielen musst. Du weißt eigentlich, was alles kommen kann. Das Und gibt dem Ganzen auch nochmal eine neue Dimension. das ja auch in jeder Runde, ne? Weil man spielt ja immer de facto gegen denselben Pool. Jetzt wird hier schön der Graveyard getappt für Und extra Mana. das wird schönerweise auch schon beim Deckbau relevant, weil eigentlich kannst du schon pre-sideboarden. Du weißt ja ungefähr, was dein Gegner spielen wird und dementsprechend solltest du ja auch dein Deck so bauen. Also für alle die das jetzt gesehen haben, das sieht so ein bisschen awkward aus, aber wenn man das wirklich mal macht, dann fallen einem schon viele Sachen auf, über die man nachdenken muss oder kann, die man normalerweise so ein bisschen vernachlässigt oder ignoriert. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Gedankenübung. Also wenn man so eine Hardcore-Limited-Szene hat und Formate schnell ausgelutscht sind, kann man das wirklich mal einfach mal probieren. Ist ein ganz lustiges Format. Ja, Also. das kann ich auch so wiedergeben. Also es ist wirklich ein, genau, ein gutes Visodoku, bloß in Magic. Sudoku. Nee, also ich finde, es ist schon spannender. Ja, natürlich, aber also vom so Gedankentrainingslevel. Also Ja, ja. man muss Magic-Wissen auf eine ganz andere Art und Weise anbringen. Man muss sehr, Ja. sehr kreativ werden. Und Also das hat mir gut da gefallen. werden ganz neue Neuronen irgendwie erschlossen. Die Noch werden ja. jetzt mal kurz zur Board-Situation. Ja. Johannes hat mittlerweile 2-3-3 Flieger. Jasper hat ein 2-2 Flieger und ist auf 12 Leben. Das heißt, das Einzige, was du jetzt hier noch machen musst, ist zweimal angreifen und dann ist eigentlich auch schon vorbei. Genau, ich darf halt nicht mit der Morph angreifen, weil ich will ja nicht, dass ich irgendwas traden kann, damit der auch einen 3-3-Flieger hat. Genau, wie sahst du mit Aerostorm und Direktschaden aus in Jaspers Pool? Genau, ich habe ihm halt, also in Jaspers Pool, hat er, glaube ich, keins gehabt, großartig. Aber also die soliden Flieger, Hm.
die man hier recht zeitig aufs Board bekommen hat, sind halt sehr, sehr angenehm. Ja, und hier wäre Lamar so ein bisschen schöner gewesen. Mhm. Also hier sieht man genau, dass deine Gegner auch sich diesen Flieger, der immer wächst und einfarbig, also nur eine farbige Mana-Quelle braucht, auch ins Deck gepackt haben, logischerweise. Mhm. Und jetzt kommt doch der Angriff mit dem Morph. Das eine ist dieses Pad mit der Marke. Was ist das andere da? Oh, habe ich auch leider nicht gesehen. Aber, also, ich glaube, ich muss da irgendwie angreifen, weil, oder zumindest denke ich das, weil Jasper hat Handkarten und ich nicht. Mhm. Und ich muss ja irgendwie den Schaden durchbringen. Ich glaube, ich glaube, ich habe sogar Removal. Ist auch ganz okay, wenn du jetzt hier nichts hast, dann hast du noch einen Morph am Ende. Und ein Flieger und Jasper hat nur noch einen Blocker. Das heißt, wenn er nichts legt, ist er auch tot, weil er jetzt auf 2 geht. Aber der Blocker ist auch riesig dadurch. Genau, stimmt. Er hat nee, das ist Ben, okay, das war der Plan. Das war ein Plan. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Weil jetzt ist das Spiel auch einfach aber vorbei. Jasper ist auch auf 2 Leben. Also es wurde jetzt hier nicht angezeigt. Ja, ja also die Flieger haben es nach Hause geflogen. So, hier sehen wir uns zu Game 2 gegen Jasper. Also wir haben gerade einen schönen Madu Standard-Curve-Out gesehen, der, ich glaube, es war Turn 7 geendet hat. Oh, da sieht man natürlich noch einen 3-3-Flieger an Jaspers Deck. Mhm. Also da zieht sich die Schlinge sehr, sehr schnell zusammen, wenn man solche Karten in seinem Pool hat. Also was auch aufgefallen ist, dass das Format eben echt nicht so langsam ist, wie man vielleicht von vornherein vermuten würde. Also man legt tatsächlich seine Kreaturen hin und greift mit denen an. Das auch relativ früh im Spiel schon. Es kann natürlich sein, dass es nur auf Jaspers Pool zutrifft, aber das war auch jetzt meine Erfahrung aus anderen Spielen. Also ich hatte auch, Jasper hat jetzt hier irgendwie eine Junt-Variante aus meinem Deck gebaut, mit anscheinend noch blau, also... Blech auf weiß. Nee, weiß habe ich wirklich nicht gezockt. Okay. Aber ich hatte auch irgendwie den Mardu-Aggro-Gegner und ja genau, also komplett andere Strategie. Die aus deinen Poolen verschiedene Decks gebaut. Aus deinen und da war es auf einmal richtig racy. So. Und da hatte mir, ich glaube, das war Dennis Baris, der hat mir ein richtig krasses, straightes, blau-weißes Aggro-Deck gegeben. Schön zweitfarbig, finde ich gut. Aber da hab ich wirklich verloren gegen meinen eigenen Pool, weil er hatte auf einmal ein gutes Mardu-Deck. Was auch sehr witzig war. Jetzt, was ist hier passiert? Jasper fixt sich zusammen, du legst 2 Kreaturen. Das Morph, an das wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Nee, hab ich leider auch nicht gesehen. Die Haruspecs ist es, glaube ich, nicht. Die hast du noch. Ach so, nein, das ist doch der 1-1er mit Death Touch. Ach so, okay. Und du hast jetzt gleich den 3-3 Flieger mit Trampel. Ja, der ist natürlich auch disgusting, Turn 4 in dem Format. Ja. So, da wird man natürlich wirklich Rivade, dass man selber teure Dunafing Space gepickt hat und der Gegner Flieger hat. Hier greifst du nicht an mit dem 1. Ach so, du hast kein Schwarz. Kein Schwarz. Gut gespielt. Macht seinen 2 Schaden. Ja. Also Jaspers Pool kann wirklich ganz schön Druck machen, muss man dazu sagen. Also, das ist vielleicht ein Start, den man sich im normalen Limited, jetzt abgesehen vielleicht von der Mana-Basis hier, wenn der über die man jedenfalls nicht traurig wäre. Ja. Ja. Jetzt sehen wir hier einen 3-1er mit Prowess, der nicht so gut Defense spielt und auch nicht so gerne angreift, wahrscheinlich ohne dass Jasper, also wenn Jasper keinen Spruch hat, weil der 1-1er wahrscheinlich freudestrahlend dazwischen springt. Jetzt kommt der Block. Oder gibst du mir noch die 2 Life Loss? Naja, klar, die müssen. Ja. Mhm. Das hast du schon 5 Schaden gemacht wieder in der Runde. Legst jetzt als Drops mindestens noch das CDC's Pad. Du hast nicht geschaffelt vorher. Du hast ihm das CDC's Pad gezeigt und die gleiche Karte hingelegt. Was natürlich sehr schlechtes Sloppy Play ist. Ja, sehr sloppy. Und Jasper ist das bestimmt auch aufgefallen. Der wird es versuchen jetzt auszunutzen, dieses Knowledge. Der extra Information. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die richtige Strategie ist, da einfach alles abzutauschen. Damit man vielleicht mit dem durchkommen kann, was man noch nachlegt. Ja, aber den CDC's Pad abzutauschen, ich glaube, darüber ist man nicht traurig in dem Spot. Ja.
Zumal Jasper ja gescoot ist auf drei Ländern. Du hast noch einen 1-1er dazu liegen. Also das war schon gut. Also ja. Hier, Johannes gewinnt und steht 4-0.